Herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact Spezial. Ich befinde mich auf so einer kleinen Insel neben Ritu, um dafür hier den Fest noch ein paar hier Kämpfe und Minispiele zu schaffen. So, kämpfen wir mal gegen den hier. Andere habe ich in Offline gespielt. Lange habe ich gewartet. Komm. Und den werden wir jetzt erstmal kämpfen. Let's go. What's one more? Los geht es. Viel zu spät. Bam, das war jetzt eine gute Taktik. Das war jetzt ein guter Timing. So, auch guter Timing. So, na los, komm. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt ein guter Combo. Oh mein Gott, das war jetzt super. Quick, under the umbrella, or you'll get soaked. You can't risk catching a cold because it might turn into something more serious, and if that happens. Well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Alter Schwede, das war jetzt ein ganz guter Combo für sowas. Na dann spielen wir jetzt gleich hier auf Mittel. Ja. Du hast lange gewartet. Na dann, los geht's. Aber jetzt ist mit diesem Auftrag hier, also mit dem Auftrag ist es natürlich jetzt schwer geworden mit den. Was? So, jetzt genau den Zeitpunkt. Aua, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gar kein guter Taktik. Sehr gut. Wundervoll. Wundervoll. Aua, das. Komm schon, wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen. Und bam! Oh ja! Ja! Aber das war nicht gut, aber jetzt! Sehr gut! Das war jetzt noch in guter Zeit. So, jetzt kommt die tödliche Gefahr. Den tödlichen Gefahr für den Schwierigkeitsgrad. Alter Schwede! Wie viel macht er hier so den Strahl? Oh, alter Schwede! Okay, das war jetzt nicht so gut. Okay, das war jetzt gute Taktik! Aua! Bam! Das war super! Wow! Aua! Ah! Das war jetzt nicht so gut. Okay, das war jetzt daneben. Ah, das war jetzt nicht so gut. Wow. Okay, das war jetzt gut. Ah, das war zu früh von mir. Also für mich viel zu früh. Alter, wie kann ich jetzt so früh blocken? Cheap tricks. So,
So, das war jetzt gut. Das war jetzt ein bisschen daneben. So, und jetzt den letzten Schlag. Bumm. So. Jetzt haben wir den hier besiegt. So, was bleiben jetzt noch? Ach so, den Hund. Tarumaru heißt der Hund. So, sprechen wir mit dem Hund. Hä? Ist das Tarum? Ist es Tarumaru? Hey. Ja, Yashuriko Taru hat vorhin gesagt, dass der vierte Krieger gekommen ist, weil er keine Mauer zur Hand hatte. Ich schätze, Tarumaru ist auch hinter den Siegerpreis her, oder? Tut mir leid, Tarumaru, aber Paimon wird kein Millimeter nachgeben, wenn es um Mauer geht. Tarumarus Bellen wird immer lauter. Tarumaru, dies ist ein sehr feierliches Duell zwischen dir und Dendro. Der Preis muss an denjenigen geben, der die Kampfkünste besser beherrscht. Aber wenn wir gewinnen, können wir dir ein paar Leckerbissen kaufen. Auch wenn ich nicht verstehe, aber komm schon. Na dann kämpfen wir gegen Tarumaru, den Hund. Warte, ich muss eine Animation machen. Okay, Tarumaru. Achso, jetzt wird er größer. Ah, das war jetzt nicht so ein guter Timing. Wow, 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 wow. Okay, das war jetzt nicht so gut. Oh, das war jetzt ein guter Taktik. Du bist auch noch besiegt. Aua. Komm, besiege. Und besiegt. So, lass uns den zweiten Herausforderung machen gegen Tarumaru. Oh, der setzt eine Bombe ein. Okay. Den merken wir mal. Aua, aua. Aber wir haben es auch gleich direkt geschafft. Und? Oh, gerade die Zeit noch geschafft. Gerade die Zeit noch geschafft. Oh mein Gott. So, und jetzt noch den tödlichen Kampf. Yes!
Ah, okay. Nur mit den... Wenn er das geladen hatte, heißt es, dass wir direkt abblocken müssen. Oh, 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 oh. Dieser Shiba-Bombe. Muss man vorsichtig sein. Ja, blocken kann er auch. So teuer Hund. Mann! Ah ja, wenn er am Boden ist, da ist es nämlich am schwächsten. Also hat eine Schwachstelle. So, der blockt den Hund. Also der Hund blockt. Aufpassen, Schieberbombe, aua! Ah, das war nicht so gut. Das war nicht so gut, die Attacke. Also beim Blocken. Oh, verdammt. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht K.O. gehen. Sonst ist das große Problem. Okay, das war jetzt gut. Oh, oh. Okay, jetzt ist er wieder. Oh, wir müssen aufpassen. Ausweichen ist auch mal auch eine gute Taktik. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt. Okay, das war jetzt super. Oh, die Zeit! Die Zeit! Nein. Nein, ich hab vermasselt. Nein, nein. Nein, ich hab die Zeit vermasselt. Oh Gott, ich hab die Zeit vermasselt. Bloß weil ich einmal hier den Block nicht abgewehrt habe. Ach, na super. Ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist. So, die Bombe müssen wir aufpassen. So, abgeblockt und am Boden. Aua. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah! So, jetzt. Okay. Super Taktik. Aua, verdammt. Vorsicht, Bombe, 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 Bombe. Ich darf hier nicht raus. Das ist ja einfach eine unsichtbare Wand. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die Zeit vermassle. Sonst hat man wieder... Sonst hat die Zeit schon wieder gescheitert. Ja.
Okay, das war jetzt nochmal gut. Komm, komm, komm. Okay. Aua, verdammt. Oh, 25 Sekunden noch. Schaffen wir es noch? Ja, wir haben es geschafft. Oh, Alter, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Na gut, dann sehen wir uns gleich mit Sascha und Wolfsgöttin Holo im Theater der Vorrichtung. Also, bis gleich. Moinzen! Und wir sind natürlich wieder zurück hier im Rito und zusammen ist dieses Mal Sascha. Hallo? Und einen neuen Charakter, die ich hier zum ersten Mal sehe, ist nämlich Holo, auch genannt als Wolfsgöttin Holo. Begrüß dich mal. Ja. Und wo wir jetzt mal Lust haben hier, da gehen wir mal zum Theater der Vorrichtung. Oh, ich kann es kaum erwarten, wir zu dritt zu spielen. Ja. Jo, dann auf geht's zu Kumakata. Ach so, man kann sie nicht... Oh, Moment mal. Ach nee, das kann man Einzelspieler spielen, das kann man so nicht sprechen. Hätte ich mir auch denken können. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Fest nicht so gerne mag. Na dann können wir mal das Einzige versuchen, mal hier zu farmen. Genau, das ist der einzige Plan, den wir vorgeplant haben. So, mal schauen hier, wir können mal hier zum Wasser... Hypothase gehen, weil ich möchte ja für Kokomi hier mal ein paar so solche Wassertropfen sammeln. Ah, okay. Dann müssen wir zum Watatsumi Island gehen. Watatsumi Island. Also Hydrohypothase, diese Wasserwürfel. Oh, warte mal. Ich muss kurz mal was wechseln. Weil Elektro muss man wirklich dazu haben, um dafür gegen Wasserwürfel zu kämpfen. Also ich finde Kokomi viel besser als Barbara. Ja, bei Kokomi ist ja auch die gute Heilerin, weil ich habe sie ja auf Level 80 und dazu hier diese spezielle Item. Also die spezielle Item von Watatsumi Island. Na dann gehen wir jetzt mal vor. Und ich weiß, wo die Öffnung ist. Das ist ja genau hier. Ja. So, gehen wir jetzt mal hier runter in die Höhle. So, was? Ja, warte ganz kurz hier auf Wolfsgöttin Holo. Ja. Ich habe mal ganz kurz mal die Story mit Klee gemacht, also bei dem Fest. Ah, ich finde Klee einfach so niedlich gemacht. Selbst ihre Stimme. Ich habe ja Klee auch als Charakter, weil ich finde es aber traurig, dass Wolfsgöttin Holo Klee noch gar nicht hat, weil ich habe da schon mal in Twitter mal reingeschaut. Das dauert nicht mehr lange. Das kommt beim Update 2.8 wieder mit Yoimiya. Ah. So, macht euch bereit. Aber jetzt geht's los. Erstmal kommt ja Yelan und Kukishinobu. Ja. Auf Kukishinobu freue ich mich schon sehr drauf. Oh, jetzt auf die Schleime. Wir müssen vorsichtig sein.
Und ich muss hier auch, man muss mal auf die Heilungsblase reingehen, weil das heilt nämlich sonst, weil das heilt nämlich uns auch richtig. So, wir müssen aufpassen, weil er hat auch ganz starke Attacken, die Hydro-Hypertase. Wie zum Beispiel das hier, Surfer. Oh. Ich sag das immer so als Pokémon-Sprache hier, die, wo sich Haufen Würfeln kommt hier, dann ist hier Surfer kommt. Ah, oh nee, ich hab den Schleim nicht besiegt. So, jetzt. Salz für meine Feinde. Das hab ich auch bekommen. Oh, das hab ich auch bekommen. Oh, 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 oh. Ah, jetzt. It's showtime! Genau! Aua! Aua, verdammt! Sehr gut. Zu dritt ist es auch natürlich super, hier daraus gehen. Ja, aber der Nachteil ist, keiner von uns spielt Zhongli mit Schild. Aber keine Sorge, mein Arataki Ito hat mehr Verteidigung. Das ist sehr gut. Oh, Vorsicht, die Würfel. Wieso sag ich die Würfel? Das sind Schleime. Das sind Schleime. Willkommen. Ja, diese sogenannten Wasserschleime. Wasserschleime, also die speziellen Wasserschleime. Oh, das wird natürlich ein tolles Video sein, was ich da aufnehme. Oh! Oh, Polo, du warst in der Blase drin. Faster? Okay, faster. Vorsicht. Schneller? Schneller? Okay, schneller. Du kriegst mich nicht. Ah, jetzt. Ja. So, jetzt. So, wir müssen erstmal die Schleime besiegen. Jetzt die Schleime. Gib alles. So, eins besiegt. Ja, das weiß ich. Komm. Ah, verdammt. Wegen ein Schleim, ey. Ja, das ist ein bisschen sehr schwierig. Ah, ja. Ja, ich bin auch derjenige zum Beispiel hier, wenn ich Genshin Impact spiele, da ich sammle auch nämlich gerne hier Charakter und Waffen. Aber die 5-Sterne-Figuren sind ja halt selten. Chi-Chi, Diluc und Kitching und Mona habe ich ja. Das ist auch hier im Standard. Fehlt ja eigentlich noch hier Jean. Nein. Ich habe kein normales Herz, weil ich habe nur ja angereichtes Herz. Ah, okay, was? Aber ich habe trotzdem mitgeholfen. Moment. Das Herz. So. Also wenn Moment. So. Da stellt man sich so, als wäre wie eine Familie gewesen. Das ist natürlich sehr süß. Moment. Ja, ich hab's auch hier fotografiert. Ey, Moment, ich war noch nicht fertig. Oh. Okay, zurück. Nochmal zurück. Jo. Aber dann machen wir als letztes
Also dann machen wir als letztes dann nochmal dieses Tanuki-Fotoband. Ja, ich habe schon ja eingeknipst, ja. Ja. So, habt ihr eigentlich auch diese Harzkugeln hier? Ich habe eingerechnetes Harz und sogar 4 Stück auf einmal. Okay, dann können wir mal auch mal hier noch einige Sachen farmen hier. Warte mal, wir können mal zum Beispiel hier Artefakte farmen. Artefakte, genau. Was wäre zum Beispiel passend? Ich denke mal in der großen Kluft würde ich mal vorschlagen. Große Kluft, okay. Let's go. Okay, dann auf geht's zum großen Kluft. Arataki numero uno ito here in the flesh. One, two. wie der hier sagt, numero uno und dann hier der hier hustet. Ja, deswegen, ich finde Arataki Ito sowas von lustig mit seinen Sprüchen. Deswegen, er ist absolut mein Main. Ja, das stimmt. Oh. So. So, jetzt geht's natürlich in den Luft in den Tempel rein. So, wir gehen mal hier zu Stufe, also da muss man hier zu Stufe 3 gehen, zum Nest der Maschinen. Mhm. So, warte. Shogun Raiden bleib ich. So, warte, Shogun Raiden. So. Ja. So, und Kokomi ebenfalls. Best flavor dann, in the world. Let's go! Na und dann. Bevor wir kämpfen, erstmal buffen, also mit Essen versorgen. Immer wichtig. Na, ich hab ja Kokomi. Okay. Ich hab Kokomi mit dabei. Warte, ich könnte euch gleich heilen. Warte, wo seid ihr? So, bitteschön. Ja, aber ich bin schon geheilt. Na dann, let's go. Aber ein menschlicher Zombie, also ein Zombie als Mensch. Also Chichi, weil Chichi ist ja ein Zombie. Chichi ist ein Zombie. Ja, das hatten wir ja auch mal in der Story-Modus von in New York, wo wir in der Bubu-Hütte waren. Und Klee ist so sozusagen ein kleines Elfenmädchen. Ja, das stimmt. Und zum Beispiel hier, wenn ich jetzt so an den Drachenechsen hier denke, hier so. Ich denke mal, das sehen ja zwar Drachen aus, sind aber keine Flügel, sondern so ein Landdrache wie ein Dinosaurier. Na komm, sei doch kaputt. Na komm. Shine down. Ja. So, ach, weil ich noch zu Holo sagen wollte, ich habe dich ja zu sehr unterschätzt, weil ich nicht wusste, dass du auch so weit bei Genshin Impact bist. Deswegen, es tut mir leid, dass ich dich so sehr unterschätzt habe. So, mal sehen. Ring der, der Strömung in Legendär. Nur episch und normal. So, dann weiter geht's. So. Hm? Was?
Louis. Ach so, du streamst! Ah, stimmt ja, er hat ja vor zu streamen. Auf Twitch. Genau. Ich glaube nicht. Warte mal ganz kurz. Luigi, falls du daraus bei mir hörst, weil wir spielen zusammen, also mit Sascha. Ja. Und daraus... Und daraus hier beim Wolfsgriff in Holo ist es jetzt dein Traum erfüllt, dass wir auch zusammen spielen. Und es ist auch in Erfüllung gegangen. Es ist auch in Erfüllung gegangen. Richtig. Weil manche Genshin Impact Spieler, weil hören gerne manchmal auch auf Japanisch, aber Japanisch kann ich nie so wirklich so verstehen. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist für mich Englisch am besten. Illusion shattered. There is no escape. Oh, dann. Ja. Ich mach die Qualle auch noch dazu drauf hier, wenn ihr zum Beispiel hier Schaden bekommt, da wird es sofort wieder geheilt. Ja, deswegen ist Kurumi am besten als Barbara. So, mal sehen, was wir jetzt dieses Mal kriegen. Mal sehen, was wir jetzt dieses Mal kriegen. Ja. Wir kriegen... Oh, zwei sogar! Immer noch episch. Relikt der Sonne, legendär und Ring der Strömung nochmal. Na, die gelben, also die gelben heißt es legendär. Also, oder wie das so heißt. Ja, und Lila bedeutet episch. Videoclip gespeichert. So, dann weiter geht's. Bei mir ist Arataki Ito der stärkste Charakter in meinem... Ja. Ach, da kann er der Vergänglichkeit... Ach so, heute ist der Freitag. Ach so, stimmt ja, heute ist der Freitag. Ah, verstehe. Ich könnte mal auch mal hier bei dir mal hier Gegenstände kaufen. Wow! Wow, Vorsicht. So, warte. Opening box of a dead Dietrich. Ich habe ja Punkt aufgenommen, also bevor ihr gekommen seid, habe ich natürlich den Kampf im Spiel noch dazu aufgenommen. Erstmal hier sind der Samurai und dann als letztes den Hund. Weil daraus wusste ich ja nicht, dass Hunde in Genshin Impact auch kämpfen. Orders given. Orders received. Shine down. Oh, das dritte besiegt. Aber ich wusste gar nicht, dass man Hunde auch kämpfen könnte, die im Genshin Impact. Das sind ja Schieber. Deswegen sollte man Hunde nicht unterschätzen.
Wollen wir sehen, was wir kriegen. Schon wieder Ring der Strömung. Immer noch episch. Bei mir ist es schon wieder die Ring der Strömung, schon das dritte Mal. So, jetzt. Ich werde wahrscheinlich heute keine legendären bekommen. So, jetzt versuchen wir wieder. Weil das ladet noch. So. Na dann, auf geht's in den letzten Gefecht zum. Genau, ich kann nur noch einmal ziehen. Weil man kann man hier mit Schmetterlingskristalle hier mit den Harz dazu hier solche große Harzkugeln machen. Ja. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. Obwohl hier Kokomi die spezielle Attacke einsetzt, sind die Wasserstärke auch natürlich stark. Inazuma shines eternal. Sacred name, fortune preserver. Komm. Hä? Ach, Ping will jemand mich einladen, aber den kenne ich ja nie. Ping wollte mich zu mir ein. Also reinkommen. Aber die nicht. All. Ja, es gibt manche Genshin-Spieler, die kennt man überhaupt gar nicht. Oh! Relikt der Sonne, einmal legendär. Blüte des. Okay. Dann sehen wir uns gleich. Warte mal, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und Holo ist auch dabei, weil. So, also Holo ist nämlich auch drinne bei Sascha und da komme ich natürlich auch mit rein. Jo. Ach ja, jeder hat man bei einer Vergänglichkeit seine Fantasie. So, ich komme jetzt rein. Also, ihr seid im Haus, oder? Ja, wir sind im Haus drinne. Okay, dann komme ich mit rein. Da bist du schon. Ja, das bei mir ladet das noch. So, da bin ich. Ja, Ito ist noch größer. So. Arataki Ito ist noch größer als Shogun Raiden. Okay, hier ist. Also da ist ja genau Diona. Ach, die Katzen sind. Ein paar Katzen sind raus. Okay. Miau. Ach, Diona, die süße Miezekätzchen. Ja, deswegen habe ich so mir ausgedacht, ihr ein Zimmer zu schenken. Ja, ich finde Diona auch eines der niedlichsten Charaktere. So, mal sehen, was du doch. Sonst ist gar nichts drin. Es ist nur Diona nur hier drin, weil ich kann jetzt so viel Platz hier reinschaffen. Aha, okay. Na dann. Wie gesagt, ich habe ja auch nicht so lange keine der Vergänglichkeit gespielt. Ja, okay, dann könnt ihr mal auch mal kurz zu meinem Kanal der Vergänglichkeit gehen. Da habe ich vieles drauf gemacht. Sascha kennt natürlich meinen Kanal der Vergänglichkeit, aber ja, du Holo. Bist ja auch viel weiter als aber ich. Aber Holo hat's ja noch nicht gesehen. Ja. Also mein Kanal der Vergänglichkeit. Moment, ich muss erstmal hier kurz mal raus. Ja, ich auch. Und dann geht's zu meinem Kanal der Vergänglichkeit und ja. Jo. Und da kann Holo auch schauen, was. Also ich zeig
euch beiden hier, was ich da daraus gebaut So, ich muss habe. erstmal zur Landkarte gehen und dann. Also, wenn ich mir denke hier, dass die Sayu kann ja vieles verwandeln, auch wenn sie schläft. Jo. So, da bin ich. Auf. Du musst auf Karte gehen und dann irgendeine Halt, warte, Landschaft warte. aussuchen. Warte. Warte, ich gehe jetzt kurz mal in Karte der Vergänglichkeit und dann könnt ihr gleich reinkommen. So. Soundprobleme? Ja, weil Ah ja. ich habe auch schon mal Probleme gehabt, weil als ich im Spiel drinne war und dann läuft plötzlich die Musik nicht. Ja. Weil zum Beispiel hier, ich bin reingekommen und ich höre nur dieses Wind und Menschengeplapperer und weitere und es hört keine Musik. So, jetzt könnt ihr kommen. Jo. Mal auf Sascha und Wolfsgöttin Holo. Da steht, du bist beschäftigt. Beschäftigt? Der Gastgeber ist gerade so beschäftigt und kann, gerade beschäftigt und kann ihn nicht in die Welt nicht beitreten. Oh. Oder Moment mal, Moment mal. Ah ja, hier. Ah, ich habe vergessen, auf R3 zu drücken. Genau. So. Er ist doch in der Kanne drin und da muss ich erstmal auf R3 drücken und dann die Anfrage schicken. Ja. So, Holo ist drinne und Sascha ist auch drinne. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz mal die Truppe weg, also eins wechseln, weil ich habe ja eins doppelt drinne und ich kann ja so als gerade nicht spielen und da wechsle ich mal kurz mal zu Klee. So, seid ihr jetzt drinne? Ja, ich habe mich auch gefragt, hä? So, hier, guck mal hier Tante ist. steht ja auf Holos Ko auf Hothaus Kopf. Hier ist die Gemälde, hier ist Shen. Ah ja. Die Gemälde finde ich am meisten süß. Ja, ich muss sagen, Albedo ist wirklich ein Meisterkünstler. So, jetzt hier sind die blauen Leuchtblumen. Und Ah, okay. hier fliegen die Schmetterlinge. Hier ist Okay. Sayu. Also sein Schlafplatz, eher gesagt. So, zum Haus. Warte, jetzt gehen wir erstmal zum Haus. Da zeige ich euch mal. Sayu ist ein Mädchen. Ja. Na nur, weil sie ihre Kapuze drauf hatte. Als Tanuki-Kapuze. Ich habe einiges auf 90. Ich habe So. von ihr vorhin, So, die Zweihänderwaffe geholt. hier ist mein Zimmer. Ah, mit Paimon. Und natürlich den Hund. Den speziellen Hund. Ah ja, hier. Ja, Paimon kann man auch mit hinzufügen. Ja. So. Moment, geht's in den nächsten Raum. Habe ich auch was Schönes gemacht? Mona. Na, hier war eigentlich auch hier was drin, ne? Aber die ist wahrscheinlich rausgegangen. Hier habe ich Mona und in diesem Raum hier ist Kamisato Ayaka. Okay. Weil Kamisato Ayaka zählt ja auch zu meinem absoluten Lieblingscharakter. Mitgesagt, also zum Beispiel, also ich könnte mal eigentlich auch mal eine Top-Liste machen zu meinem Lieblings-Charakter.
Genshin Impact Charakter, aber ich hatte meistens keine Zeit für sowas. Weil einige zum Beispiel hier, ich könnte mir zum Beispiel, wenn ich die Top-Liste mache, zählt Sangonomiya Kokomi für mich auf Platz 1 zu meinem Lieblingscharakter. So, drüben haben wir Shogun Raiden in den Blumen, also in den Blumenwiese. In Wirklichkeit heißt die Ei. Ja, Shogun Raiden ist nur die Doppelgänger, also Puppendoppelgänger Und von hier ist ihr. so eine ganz kleine, ein ganz kleiner Dorf. Na, Fische? Mit Fischl. Wenn man spricht, da kommt dazu eine Rabe. Und dazu Ja, haben wir Lula, Euler, also genau. Euler. Jula oder Euler, das eh das gleiche. Und gleich da vorne geht es natürlich zum Strand. Und da habe ich gleichzeitig einen Teich. Ganz gleich da vorne ein Teich. Ja, ich liebe solche Gärten und Teiche. Da kann man einfach was Schönes machen. Ah, hier ist der Schneemann. Der Schneemann von Winter Event. Ist aber ein sehr spezieller, der nicht schmilzt. Ja. Hier ist Sangonomiya Kokomi. Mit Krabben, okay. Ja, man kann man Tiere auch, man kann man auch andere Tiere fangen. Hier sind Rochen drinne. Gibt's nur in Enkonomia zu angeln. Und ihr beide habt ja leider verpasst dieses Mondfisch. Weil den Mondfisch habe ich nämlich geangelt. Ja, ich meine, ich habe ja die Mission ja gemacht, aber Mondfische habe ich hier noch nie gesehen zum Hier Angeln. ist der ganz kleine Berg, die ich gemacht habe. Und hier ist die Strandhütte. Aber man kann man hier nicht dazu hier rumlaufen, weil ich habe ja auch Teleportationspunkte noch dazu gebaut. Ja. So, gehen wir erstmal zu den Insel dort. Ihr könnt natürlich dazu teleportieren. Hier ist ein kleiner Tal, wo ich jetzt gerade bin. Also hier ein kleiner Tal mit einem Bernstein und hier ist noch ein Teich. In den Teich sind ganz normale Fische drinne. Ah ja. Ja, wenn zum Beispiel das Wasser leuchtet, heißt es nämlich, da ist ein Fisch angelbar, die man in den Kanne der Vergänglichkeit kommt. Und hier, wo ich jetzt gerade bin, ist die spezielle Kleeinsel. Ah ja, wo der Pilz vor Pilz Symbol ist. Ah, und hier, genau, das ist wahrscheinlich, das ist natürlich Klees Paradies, weil die speziellen, also die Sonnenschirme und mit Muscheln, das ist die spezielle, wo ich nur bei Strandevent von Klee war. Ja, dass ich es leider verpasst habe wegen meinem Umzug. Aber wozu habe ich Livestream gemacht zu Genshin Impact mit speziellen Missionen? Und deswegen. Ja, und Hier deswegen, wenn 2.8 kommt, werde ich natürlich ist der versuchen, Klee zu kleine bekommen. Zierteich von Klee. Hier sind kleine Bälle. Ah, und hier ist dieses Grammophon. Ja, wo ihr beim Livestream hier Wirklichkeit die Stimme von Klees Mama drauf war. Alissa heißt sie. Alissa. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann später, auch als Charakter kommt, wenn ich mir Ja, denke. das würde ich mich auch freuen, aber wenn ich zum Beispiel auch Alissa gehabt hätte und du, obwohl, ja, wäre ist ja reine Glückssache, wer die bekommt. Aber wie gesagt, ich werde erstmal beim nächsten Update,
Kugishinobu. Genau, Kugishinobu holen. So. Ja, was denn? Ach so, ja, Foto machen. Totoko, where are you? Ah! So, ah! Okay, Moment, verstehe. Moment. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Monster be bombed. Sieht das jetzt gut aus? Oder soll ich noch ein bisschen näher? Moment. Totoko, where are you? So, warte mal kurz. Okay. Ich hab mich gar nicht bewegt. Moment. So, jetzt. Ja, Moment. Moment. Warte, ich muss das mal auf Kamera stellen und dann gehen wir dann nochmal in den. 2, 3, 4. Ist gar nicht so einfach. 4. Ah, jetzt. You wanna come fish blasting? Ja, jetzt. I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it, cause the fish tastes so good. So, ich war ja aber noch nicht so weit, obwohl ich habe ja vorhin ein Bild gemacht. So, jetzt können wir mal, warte mal kurz, Freunde, jetzt geht's natürlich jetzt um den letzten Phase und zwar hier Fotos zu machen. Sayu! So, jetzt aber warte mal kurz, So gut, dann seid ihr bereit, ihr zwei? Moment. So, jetzt. So, dann 3, 2, 1, Tanuki! Tanuki! Ah, gerade noch so. Gerade noch so.